Wenn Defi nicht hätte singen können, hätten wir auch eine Lösung gefunden. Das machen viele so in dieser Branche. Aber es war wirklich nicht nötig. Ja, apropos Defi hören. Ich habe ja gewartet bis zum Schluss, ne, für die schönste Nachricht des Tages. Also vielleicht hätte der Defi dann nicht so gut performen können, wenn ich das vorher gesagt hätte. Also wir haben tatsächlich die Nachricht bekommen, dass in 5 Wochen, und das habe ich bei Künstlern ganz selten, dass die direkt so Hurra schreien, tatsächlich der ZDF-Fernsehgarten, Mallorca-Fernsehgarten, gesagt hat, wir bieten die Plattform. Am 25.07. im Mallorca-Fernsehgarten hat Defi seinen ersten Fernsehauftritt. Der Mallorca-Fernsehgarten ist natürlich die größte Plattform, die ein Partyschlagersänger haben kann. Und wenn man da einmal stattgefunden hat, dann wird das auch wahrgenommen. Da gibt es eine riesen Warteliste. Jetzt musst du richtig Gas geben. Sie wollen Defi im Mallorca-Fernsehgarten haben und das ohne den Song jemals gehört zu haben, weil es gibt den noch gar nicht. Boah, es ist mir schwindelig, Alter. ZDF-Fernsehgarten mit Detlef Steves. Apropos, in einer Woche sind wir bei Mike Röttgens. Okay. Auch ein Profi in dem, was er macht. Wir haben natürlich jetzt massiv Zeitdruck. Wir haben noch keinen Song, der aufgenommen werden muss. Wir haben noch keine Choreografie, die eingeübt werden muss. Er muss ein bisschen Gesang trainieren. Und das in massivem Zeitdruck. Also jetzt muss er wirklich abliefern. Und jetzt heißt es Gas geben. Das ist ernsthaft, das ist in einer Woche, haben wir deinen Song, den wir dann so prügeln und so arbeiten, dass du einfach einen Monat später mal eben kurz beim Fernsehgarten. Der eine Detlef macht Der andere, der Detlef macht. Meine Lieben, wenn ihr meinen Weg zum Schlagerstar verfolgen wollt, könnt ihr dies hier unten bei RTL Plus machen. Damit ihr nichts verpasst, lasst einfach hier oben ein Abo da. Und zu den Highlights der Sendung geht's hier unten lang.